Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 17. Juni 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, in Brienz, in Graubünden, ist es jetzt wirklich zu dem gekommen, was man schon lange erwartet hat, wo die Geologen eigentlich davor gewarnt haben. Und Gott sei Dank, das muss man jetzt heute sagen, ist die Gemeinde evakuiert worden, obwohl man mit einem blauen Auge weggekommen ist. Dominik, was sind da die Einzelheiten? Ja, letzte Nacht ist ein grosser Teil von dem Insel gesagt, von dem Gestein, wo locker war, oben am Hang von Brienz in Graubünden, abgerutscht. Ist ein bisschen schlimm für unsere Kollegen vom Blick, weil sie haben ja seit Wochen gefilmt und es ist jetzt also wirklich in der Nacht passiert. Das Einzige, was es gibt, und ich verlinke das unten dran, eindrückliche Tonaufnahmen, das kroset und macht und krisastet und so. Es ist also eine gefürchtete Geschichte. Die Gesteinsmassen haben einen kleinen Schopf unter sich begraben, sind aber dann vor dem ersten eigentlichen Gebüsch stehen geblieben. Es ist also nicht so viel passiert, aber es ist gleich wahnsinnig schlimm. Man schaut jetzt noch weiter genau, was passiert, ob noch mehr Gestein kommt. Die Gefahr für das Dorf ist aber sehr viel kleiner geworden, sagen die Experten. Und man kann sich überlegen, noch nicht gerade sofort, aber man kann sich überlegen, dass die Menschen auch wieder zurückkommen ins Dorf irgendwann. Genau, das ist ja eine gute Nachricht, weil man hätte ja wirklich müssen befürchten, dass die jetzt irgendwie das ganze Jahr da wegbleiben müssen, weil eben der Berg nie kommt und das wäre sehr unangenehm gewesen, das eine. Und das andere muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch gewesen, habe nicht so dem ganz vertraut, weil die Medien haben einen unglaublichen Hype gemacht um das Brienz. Und wir sind jetzt heute schon so weit, dass man eben einfach so häufig erlebt hat, dass die Medien zu viel erwartet oder übertrieben, dass man nicht mehr ganz sicher ist, ja, ist da eine Agenda dahinter, geht es darum, natürlich um den Klimawandel, dass man da irgendwie den Leuten Angst machen. Aber man muss jetzt also wirklich, da muss ich mich jetzt auch korrigieren, wobei, also nicht gesagt habe, ich habe es ein bisschen vermutet, ich muss mich korrigieren, offensichtlich die Gefahr ist da gewesen und der Berg ist jetzt ins Rutschen gekommen und wir haben Glück gehabt, es hätte ganz anders können ausgehen, das Dorf hätte wirklich können begraben werden. Aber das Politische, die Agenda, wie schätzt du das ein, Dominik? Ist das ein Thema überhaupt jetzt gewesen, der Klimawandel, oder wie siehst du das? Ja, es ist interessant, die Geschichte ist von Mitte Mai, dort haben die Befürworter vom Klimaschutzgesetz wählen, oder auch, sie haben auch angefangen, eine Kampagne zu machen mit dem Brienz und sozusagen der Berg bröckelt und so weiter. Sie haben aber dann nach dem Protest von den Gegnern von der Vorlage, von der SVP, haben sie die Kampagne wieder gestoppt und ich glaube, das ist noch gescheit gewesen. Oder du kannst nicht mit dem, ja, du kannst nicht mit letztlich auch mit der schlimmen Lage in einem Dorf irgendwie das ausschlachten. Das kommt in der Schweiz nicht gut und darum hat man das dann wieder gemacht. Aber natürlich, generell ist die Ja-Kampagne nicht weit von dem weg, oder? Man tut einfach dort allgemein sagen, oder? Es werden alle Gletscher sterben und so weiter. Aber man tut es nicht an einem aktuellen und katastrophalen Vorkommnis in einem kleinen Dorf in Graubünden aufhängen. Also, ich glaube, das Erste ist eben, da hast du völlig recht, das ist ein bisschen pietätslos, wenn man dann fast als Befürworter darauf hofft, dass das passiert, weil man eben den Beleg hat. Und das andere glaube ich schon auch, sie haben ein bisschen kalte Füße wahrscheinlich überkommen, ein bisschen aus einem anderen Grund, als ich jetzt vorher genannt habe. Ja, man hat ja nicht gewusst, ob das wirklich passiert. Und meine, das kann man auch nie wissen. Das kann man auch als Geologe nicht wissen, ob es dann wirklich dazu kommt. Und wenn jetzt einfach der Berg nie runtergekommen wäre, wäre für die Befürworter eigentlich auch ein bisschen das Problem gewesen. Und eben, wie gesagt, sie kommen dann in die blöde Situation, dass sie eigentlich müssen hoffen, dass das überhaupt passiert. Grundsätzlich ist aber schon so, du hast erwähnt mit diesen Gletschern, ich meine, auch das ist eigentlich, ja, es grenzt an Lüge. Weil selbst wenn wir in der Schweiz jetzt einfach von heute auf morgen würden, jeden CO2-Ausstoß beenden, einfach auf 0,0 runterfahren, würden wir mit dem keinen einzigen Gletscher dazu bringen, dass er ein bisschen weniger schnell schmilzt. Also das ist also wirklich sehr eine grosse Irreführung. Ja, das ist so, wir haben schon ein paar Mal davon geredet und das ja, ist so ein bisschen die Kampagnenlinie, die man gefahren ist. Wir werden sehen, ob die Gletscher dann ab dem 19. Juni, ob sie wieder wachsen und
Vielleicht wachsen sie ja, vielleicht wachsen sie ja ins Mittelland ab. Also, ich meine, Wetterschwil ist auch mal unter einem Gletscher gewesen. Dort, wo ich wohne, in Hüttlingen, das ist auch mal der Aare-Gletscher ist viel weiter runtergekommen. Du hast dann einen Findling im Garten, Markus, und bei mir wahrscheinlich irgendein, weiß auch nicht, ein altrömischer Steinzeit-Obelisk, wo draufsteht, Balthasar Glättli for President zum Beispiel. Genau, und ich hätte aber gerne einen Findling und dann noch vielleicht irgendeinen Kobold, der auf dem Findling hockt und mich auslacht. Nein, aber Spass beiseite, ganz wichtig, der Sonntag. Der Sonntag ist Abstimmungssonntag. Natürlich, ja, man muss fast sagen, leider tun die meisten Leute per Brief abstimmen. Ich sage leider deswegen, wir haben schon darüber diskutiert. Das ist schon ein bisschen das Problem, dass man das Gefühl hat, die Leute haben eigentlich schon ihre Unterlagen abgeschickt, bevor überhaupt Diskussion stattgefunden hat in der Schweiz. Da sind mehr Medien auch ein bisschen schuld, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich verstehe das. Wir können nicht ein halbes Jahr von einer Abstimmung anfangen, darüber berichten, sondern es ist einfach so, dass man die letzten 3-4 Wochen darüber redet und viele Leute haben dann schon abgestimmt. Die noch nicht abgestimmt haben, unbedingt abstimmen, weil wir grundsätzlich für Abstimmen sind. Aber man muss jetzt auch mal sagen, Dominik, wir haben gestern eine Generalversammlung vom Nebelspalter und da haben also ein paar Leute uns aufgefordert, dass wir auch Abstimmungsempfehlungen machen, sowohl auf dem Nebelspalter als auch auf Bern einfach. Und ich glaube, wir sind uns da einig. Selten sind wir uns so einig wie heute. Und dann am Sonntag dreimal Nein. Es muss dreimal Nein geben. Die Vorlagen sind alle abzuweisen. Die haben meiner Meinung nach keine Überlebensberechtigung. Wir werden wahrscheinlich nicht gewinnen. Was meinst du, Dominik? Wie sind deine Prognosen? Ja, es ist, wer politisch aktiv ist und vor allem wer liberal ist, der muss damit leben, dass er etwa die verliert und dass er oft verliert, wegen verschiedenen komischen Sachen, die vorgehen. Und ja, wir werden verlieren, aber es wäre gut. Es gäbe dreimal Nein, die noch nicht abgestimmt haben, sollen das unbedingt machen. Gehen am Sonntagmorgen noch richtig wie früher auf die Gemeinde, tun das ausfüllen, das zelebrieren, den demokratischen Willens. Prozess oder die Willensäußerung und zeigen das insbesondere auch den Kindern. Genau. Gut. Der Bundesrat hat heute noch Tag. Das ist immer so, wenn Session ist. Die Sommersession ist jetzt fertig gegangen. Heute Morgen auch mit den Schlussabstimmungen und heute Nachmittag hat der Bundesrat noch Sitzung gehabt. Ja, was ist da beschlossen worden, Dominik? Was muss man noch berichten? Ja, ein Entscheid sehr gut. Die Schweiz macht bei dem CO2-Grenzausgleichssystem von der EU noch nicht mit, erwartet da noch ein bisschen, und das finde ich sehr gut. Es ist eine sehr komplexe Sache, aber vielleicht ganz kurz, was das bedeutet hätte, oder? Die EU führt mit ihrem sogenannten Green Deal, furchtbares Teil, aber es ist ein wichtiger Kern, ist so ein CO2-Grenzausgleichssystem. Damit würden Import in EU-Raum zusätzlich besteuert oder mit einem Zollbeleid für CO2-Emissionen, die die Produktion von diesen Gütern in anderen Ländern außerhalb verursacht hätte, oder? Und das, und man macht das natürlich, dass es nicht einen Fehlanreiz gibt, einfach, wenn man im EU-Raum oder auch in der Schweiz, wo man höhere CO2-Besteuerung haben, dass man nicht einfach Sachen auslagert in Länder, wo keine CO2-Besteuerung haben. Und die Schweiz macht jetzt dann nicht mit, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist natürlich schlecht, weil dann haben die Schweizer Firmen weiterhin einen Anreiz, klimaschädliche oder CO2-emittierende Industrien oder Herstellungsprozesse in eben so Länder zu verlegen. Die Frage ist eben, das kann man nicht mit allen Sachen machen. Ich finde es einen wahnsinnig guten Entscheid, weil also das Ausgleichssystem von der EU, das ist ein regulatorischer Moloch und es würde natürlich den Standort in der Schweiz kaputt machen. Wir haben einen Standortvorteil, dass wir eben nicht bei der EU dabei sind, dass wir nicht jeden Furz mitmachen und darum ist das gut, hat man das mindestens einmal so entschieden und ich glaube, die EU, das wird noch so kompliziert in der EU, wir können dort zuschauen, wie das Ding den Bach abgeht und wie der Standort EU kaputt gemacht wird und wir müssen da nicht überall mitmachen. Gut, was man muss erwähnen, die Zementindustrie in der Schweiz ist nicht sehr zufrieden mit dem Entscheid, weil es für sie natürlich ein Nachteil ist, das kann man nachvollziehen. Aber grundsätzlich finde ich die Idee schon irgendwo pervers. Es ist ja eine Art von Protektionismus, wo man jetzt
unter dem Stichwort CO2 einführt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die anderen Länder außerhalb der EU das akzeptieren. Also aus meiner Sicht könnte jetzt China, wo ja wirklich große Produktion, Industrieproduktion hat und natürlich da das Interesse hat, dass sie exportieren können, eigentlich könnte ich vor die WTO gehen, oder was würdest du da sagen? Das ist mir auch in den Sinn gekommen. Ich bin einfach zu wenig sattelfest in WTO-Recht. Also wenn irgendjemand zulässt, da sehr draus kommt, schreibe da Redaktion at nebelspalter.ch. Das ist einfach eine interessante Frage. Ich meine, das Konzept kommt von William Nordhaus her, Nobelpreisträger, wo eben für den Klimawandel so eine ökonomische Sache eigentlich gefordert hat. Also er hat CO2-Besteuerung gefordert, aber eine viel tiefere als wir in der Schweiz bereits haben. Wir haben die höchsten CO2-Steuern der Welt. Und dann aber hat er gesagt, aber dann musst du ja, damit es nicht völlig verzerrt, oder musst du eine Art einen Club bilden von Ländern, die das zusammen einführen und wo gegen aussen einen Zoll erheben. Das kommt von dort her. Und ich bin noch nicht, die Grundidee ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Umsetzung von der EU ist so kompliziert und wenn es nur mit EU macht, oder? Also die EU will wieder ein Symbol setzen, Zeichen setzen gegen den Klimawandel und so weiter. Dann ist es einfach ein Rohrkrepierer, der auf den Standort Vorteil, gut, die EU hat nicht mehr so viel Standortvorteil, aber wo auf den Standort durchschlägt und letztlich Arbeitslose produziert. Genau, ein weiterer Entscheid, der interessant ist, weil das ist jetzt etwas, was alle Leute verstehen. Die Vignette. Die mühsame Vignette, wo das blöde Abziehbildchen, wo man dann jedes Mal muss auswechseln Ende Jahr und wo man das muss abkratzen und machen und jedes Mal, wenn ich, also ich weiss nicht, wie es bei dir gegangen ist, jedes Mal, wenn ich probiert habe, das drauf zu kleben, habe ich schon Angst gehabt, dass ich es so verreisse, dass ich nachher muss eine neue kaufen. Das soll der Vergangenheit angehören. Der Bundesrat wird auf die sogenannte E-Vignette umstellen. Dominik, was ist da die wichtigste Erkenntnis? Ja, also ein richtiger Schweizer hat ein Victorinox-Sackmesser dabei, mit dem kann man das wunderbar lösen. Aber eben, das sagt der Schweizer. Muss ich mal sagen, Victorinox ist eine Firma aus dem Kanton Schweiz und da der Dominik macht da einfach ganz unverschämt Werbung für den Standort Schweiz. Aber ich habe auch immer eins dabei und ich kann es euch nur empfehlen. Aber es ist schade, eben, wahrscheinlich ist es gegen die Firma gerichtet, die Vorlage, oder? Also es soll dann ab 1. August 2023 soll die elektronische Autobahnvignette möglich sein. Die wird sozusagen wie angehängt an deinem Nummernschild. Und das ist ein bisschen ein komisches Geschmäckchen. Weil dann kann die Polizei das, ob du eine Vignette hast oder nicht, kann einfach dich filmen sozusagen und dich kontrollieren und die SVP war stark dagegen gewesen, weil sie befürchtet eine Einführung von Mobility Pricing dort hinter der Tür. Ja, das ist nicht ganz falsch, würde ich auch sagen. Das ist einfach, man hat ja langsam bei dieser ganzen Digitalisierung schon ein komisches Gefühl, oder? Man hat schon das Gefühl, Heimatsterne, die sammeln immer mehr Daten. Am Schluss ist eben, sie haben dann nachher auch unsere Daten genau, ob jetzt wir da gezahlt haben für die Vignette. Das gibt dann auch irgendwann mal die Möglichkeit, dass sie genau wissen, wo wir uns aufhalten. Das ist ja auch noch etwas. Ob wir jetzt heute ins Tessin fahren oder morgen auf Genf, das weiss dann irgendein Bundesbeamter und kann sich da Gedanken machen darüber. Nein, ich weiss auch nicht. Und es ist so, der Urs Bruder weiss es. Nein, ich habe ja vorher ein bisschen Witz gemacht, aber ich muss jetzt sagen, eben, also ich habe ein paar Sackmesser, auch von Victorinox, will da gar nichts gegen eine wunderbare Firma sagen. Das ist eine absolute geniale Firma und wir sind übrigens nicht gesponsert von denen, aber sie sind aufgefordert, uns zu sponsern. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht gewesen, wenn man nachher sich überlegt, dass nachher eben genau klar ist, dass die auf unsere Daten können Zugriff nehmen können, ob wir jetzt die Vignette gezahlt haben oder nicht. Ja, ist nicht ganz gut. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, wo auch fast nicht zum Glauben ist, muss ich jetzt ehrlich sagen, Dominik, auch wieder aus dem Bundesrat. Um was geht's? Ja, wir stimmen am Sonntag darüber abstimmen, ob wir das Klima schützen. Und am Freitag vor dieser Abstimmung hat der Bundesrat entschieden, dass noch mehr Leute dürfen den Bundesratschat brauchen, den sogenannten Lufttransportdienst des Bundes. LTDB ist die Abkürzung, das ist grossartig. Und zwar neu dürfen auch der Bundesanwalt, der Präsident vom Bundesstrafgericht und der Präsident vom Bundesverwaltungsgericht mit dem Bundesratschat umeinander fliegen oder auch mit dem Heli irgendwo hin. Die haben wahrscheinlich ein bisschen Freude, weil der Bundesanwalt ist da in Bern, aber das Bundesstrafgericht ist in Bellinzona und das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen.
Ja, es nimmt mich dann Wunder, ob die dann auch so rumchatten und irgendwie heimfliegen am Freitag und am Montag wieder kommen oder so. Auf jeden Fall finde ich das einfach schon ein bisschen sehr bedenklicher Zeitpunkt und auch einen völlig unnötigen Entscheid. Ja gut, aber eben, ich finde vor allem, die Begründung ist irgendwo absolut grotesk. Wegen der Gewaltenteilung kann man jetzt da eben, muss man da, wie der Bundesrat schon von dem Privileg profitiert, man natürlich auch die anderen Gewalten davon profitieren. Die Legislative ist noch nicht ein Thema geworden. Was ist los? Ich meine, ich finde, der Cedric Wermuth sollte doch eigentlich jederzeit auch mit dem Bundesratschat von Bern auf Zofingen können fliegen, weil er ist so viel beschäftigt. Ist das auch schon angedenkt? Nein, wahrscheinlich nicht. Und ich komme nicht raus. Gewaltenteilung heisst ja eben, der Bundesrat hat Zugriff auf den Lufttransportdienst und die anderen Gewalten nicht. Das ist Gewaltenteilung. Was sie jetzt machen, ist genau das Gegenteil. Jeder Gewalt die Möglichkeit geben. Und eben das Nächste ist klar, dass man sagt dann vielleicht, ja, man tut es beschränken auf Tessiner und auf die Rätoromanen vielleicht, oder? Weil die einen weiten Heimweg haben, oder? Und irgendwann, ja, muss man es noch mal. Es wird einfach immer grösser und das eigentlich beim Klimaschutz angehängt. Grossartig. Genau. Und das eben auch meine Meinung, ich weiß gar nicht, Dominik, du weißt das wahrscheinlich besser, Bundesratschat. Wie viele sind das eigentlich? Ich glaube zwei, oder wie viele haben die? Also ich nehme an, wenn das so weitergeht, dann muss man bald mal noch mehr von diesen Chats anschaffen. Wie viele Chats haben wir eigentlich für den Bundesrat? Wenn ich richtig im Bild bin, haben wir zwei und man hat ja einen dritten ja von Pilatus Porter völlig unverständlicherweise hat man den wieder verkauft irgendwie, obwohl das der beste und der schönste war aus der einzigen richtig guten Flugzeugmanufaktur von dem Land. Ja, wenn nicht von Europa, selbstverständlich. Aber was wirklich, also muss ich jetzt wirklich sagen, es ist ein unglaublich stossender Entscheid und insofern auch interessant. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Bundesrichter mit dem Bundesratschat rumfliegen müssen. Wohin fliegen die eigentlich? Was machen die eigentlich? Müssen die ab und zu noch auf Washington fliegen, zum Supreme Court, oder müssen sie auf Luxemburg fliegen, zum EuGH, damit sie dort können studieren, was sie jetzt beschliessen müssen? Also für was brauchen die so einen Chat? Ich weiß es auch nicht, ich muss das sagen, und ich bin dann gespannt. Oder ich meine, wenn denn die irgendwie mit dem Bundesratschat an irgendeinen Kongress in Palermo fliegen oder auf Kopenhagen und so, dann habe ich wirklich Mühe. Die können wirklich so Economy fliegen wie alle anderen normalen Menschen auch. Genau. Jetzt vielleicht noch zum Schluss. Wir sind ja nicht dafür bekannt, dass wir wirklich eine Ahnung haben von Sport. Also ich rede jetzt von einer von mir. Dominik Feusi weiss ich gar nicht. Da sind wir uns zu wenig. Ich weiss auch nicht, wir reden eben nie über Sport. Deshalb weiss ich gar nicht, wer da rauskommt. Aber gleich noch eine traurige Nachricht. Heute ein Velofahrer, der Gino Meder. Ich lese, dass das ein ganz begabter Velofahrer war. Der ist am Albula, der Tour de Suisse, gestorben. Ja, also es hat einfach wieder einmal mehr, es tut uns sehr leid, wir kondolieren selbstverständlich der Familie, aber es zeigt auch, der Leistungssport ist einfach schon brutal und teilweise auch wirklich sehr gefährlich. Das ist wahnsinnig. Er hat einfach bei der Abfahrt hat er, ein bisschen salopp gesagt, die Kurve nicht verwischt und ist schwer verletzt worden und dann gestorben. Und die Velofahrer gehen wahnsinnige Risiken ein. Und sie haben den Helm an, aber weißt, das ist am Schluss, es bringt einfach überhaupt nichts, den Helm, oder wenn irgendwie etwas schief läuft. Ja, es sind Gladiatoren auf der Straße und es ist sehr traurig. Ja, es tut dem wahnsinnig leid. Der Mann ist 26, bin jetzt 58, ich denke immer, das ist so brutal, dass man mit 26 sein Leben schon, ja, vorbei hat. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Und das Zweite, was du auch richtig sagst, oder? Man ist sich einmal nicht bewusst, was für Risiken die jungen Leute da auf sich nehmen. Und das ist ja Teil von der Unterhaltungsindustrie, das Velofahren, sind wir ehrlich. Und natürlich machen die das alle freiwillig, aber es ist schon verrückt, was für Risiken sie aufnehmen. Für, ja, also meine, die Leute verdienen ja nicht wahnsinnig viel. Die könnten wahrscheinlich anders, besser und mehr Geld verdienen. Aber es zeigt natürlich auch den Reiz vom Risiko, den Reiz vom Leistungssport, wo man ja an sich, das sind alles gute Eigenschaften, die die Leute dazu bringen, dass sie solche Risiken in Kauf nehmen. Das sind wirklich gute Eigenschaften, haben uns alle, ja, die Menschheit weitergebracht, das muss man sagen, aber es tut einem wirklich wahnsinnig leid. Gut, vielleicht auch noch in dieser Sache ein Tipp. Netflix hat wirklich eine sehr interessante neue Serie zum Thema Tour de France und dort kommt das genauso raus. Das ist, also, ich meine, ich habe das nicht gewusst und ich gebe alles zu. Ich habe ja null Ahnung von Velofahren und ich fahre auch nicht wahnsinnig gern Velo. Ich bin auch in der Pfadi, hat mich das immer wahnsinnig gestört, dass man so lange Velo fahren musste. Keine Lust. Aber
Wenn man das Tour de France, das Netflix-Werk anschaut, das ist wahnsinnig, wie gefährlich das ist. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Ja, das war es von Bern einfach an dem 17. Juni 2023. Dominik Feusi und Markus Somm, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf dem Nebelspalter, nebelspalter.ch oder sonst auf anderen gängigen Podcast-Plattformen und so weiter. Tönt uns ja, höch bewerten, tönt von uns reden, macht Werbung für uns, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder, und das ist jetzt ganz entscheidend, wir hören uns wieder am Sonntag, weil wir haben es ja gesagt, Abstimmungssonntag, wir machen das Bern einfach spezial ab den 5. Könnt ihr das hören, und was eben speziell ist, der Präsident von der GLP, der Jürg Grossen, wird auch teilnehmen, werden mit M die ganze Abstimmung analysieren, die drei Vorlagen analysieren. Wir hoffen natürlich selbstverständlich, dass er verliert, aber er verliert wahrscheinlich nicht, sondern wir verlieren, aber es wird auf jeden Fall interessant. Schaltet euch ein ab den 5. am 18. Juni 2023, und ich sage es jetzt noch einmal und tue mich entschuldigen, wenn die Leute das Gefühl haben, ja, die sind jetzt langsam ein bisschen paternalistisch unterwegs. Stimmt ab. Es ist wirklich einfach wichtig. Viele Entscheide würden besser ausgehen in der Schweiz, wenn alle Leute würden abstimmen. Gut, das war es von Bern einfach. Noch einmal Bern einfach spezial am 5. am 18. Juni 2023 am Sonntag. Und bis dann wünschen wir allen ein gutes Wochenende. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.